Ab geht die Post, Leute. So krass, ey. So krass. Guck mal, wer da sitzt. Boah, ich war jetzt voll gestresst, ey. Ja. Gell, ich war gestresst. Aber was end? Du hast den Stress übertragen. Nee, ich war voll entspannt, weil ich bin schon um 4 Uhr aufgestanden, 1,5 Stunden vorher, hab Yoga gemacht und so. Ich musste dann auch schnell eine Rechnung bezahlen. Es hat mich endlich gestresst, dass ich offene Rechnungsbeträge hätte. Na gut, jetzt geht's auf Weltreise. Leute, es geht los. Wir sind am Flughafen in München und wir warten hier jetzt noch, ich weiß nicht, 2 Stunden oder so, bis zum Boarding oder 1,5. Und dann geht's los. Die Rucksäcke sind abgegeben. Es ist so ein geiles Gefühl, wenn die endlich weg sind. Und ja, jetzt sitzen wir hier, haben gerade noch Mandarine gegessen, Banane. Und dann geht's los und die Nacht war kurz. Ich habe 4 Stunden geschlafen, oder wir beide eigentlich. Und ich war schon echt nervös irgendwie. Ich konnte zwar schlafen, aber wie gesagt nur 4 Stunden. Ich bin morgens um 4 wieder aufgestanden. Und ja, man ist halt schon einfach irgendwie nervös. Und vorher haben wir so eingecheckt. Und dann hat die Frau so gesagt, ah ja, am 31.03. geht es für sie dann wieder zurück. Und dann habe ich erst mal realisiert, dass wir jetzt wirklich fast 3 Monate weg sind. Also das ist mir dann erst richtig klar geworden, als sie das gesagt hat. Und das war so ein Gänsehautmoment irgendwie. Also ich wusste ja die ganze Zeit, aber es ist dann nochmal so ein Gänsehautmoment, wenn es jemand anderes sagt. Und ja, voll cool. Ich freue mich richtig, ich bin voll müde und ich fühle mich auch fertig irgendwie. Aber ich freue mich einfach, wenn es jetzt dann losgeht. Flieger kann man immer endlich entspannen. Ab zum Böbel. Fußvolk. Holzklasse. Wir haben jetzt Essen bekommen und wir haben das erste Mal veganes Essen im Flugzeug, weil letztes Jahr war es noch nicht so das Thema bei uns. Und es ist voll lecker. Es gibt Reis mit Gemüse und Kichererbsen. Echt lecker, mag ich voll gerne. Dieser Salat ist richtig geil. Das ist ein Kichererbsensalat, ein bisschen scharf. Obst, ein warmes Brötchen. Es läuft. Ich bin richtig froh, dass wir das genommen haben, weil ich liebe sowas, so einfache Sachen. Slowly the calm and the night will unfold. Ja, wir haben jetzt Zwischenstopp in Doha. Wir haben gerade schon gesagt, die haben irgendwie vergessen, als sie den Flughafen gebaut haben, Sitzplätze zu bauen. Denn hier sitzen alle am Boden. Schaut euch das mal an. Jeder. Ja, und wir auch. Wir haben uns jetzt hier so am Teppich hingesetzt und jetzt warten wir. Aber ich glaube, es ist schon eine Dreiviertelstunde, ist schon Boarding für den Weiterflug. Und dann sind wir schon da. Es geht so schnell. Wir chillen jetzt noch eine Runde mit den ganzen Leuten hier. I never thought that I would be traveling this road. People keeps missing. Clouds seem to fade. Die Seite ging auch voll schnell, ist eigentlich alles voll gut. Ich merke zwar jetzt, mir ist ein bisschen schwindelig, wenig geschlafen natürlich, nicht so viel getrunken, aber egal, wir sind da. Und das Geile ist, unser Taxifahrer hat einen Fernseher. Schaut euch das mal an. Occasion, I whisper your name. So Leute,
wir haben gerade eingecheckt, beziehungsweise wir sind schon mal zum Hotel gegangen, aber wir müssen bis 2 Uhr aufs Zimmer warten. Und jetzt ist es 9:30 Uhr, also noch 4,5 Stunden. Ich hätte mich jetzt schon gern geduscht und so, aber egal. Wir sind dadurch gezwungen, wach zu bleiben, was auch nicht schlecht ist. Und jetzt sitzen wir hier bei unserem Lieblingskleinen, ja, wie soll ich sagen, bei unserer Lieblingskleinen Straßengarküche und essen gerade was. Das Essen filme ich euch jetzt nicht im Detail, dazu gibt es nämlich dann ein Food Diary. Langsam geht es uns wieder besser, haben wir gegessen. Fußmassage. Jetzt kommen wir an. Oder? Was geht ab, Leute? Wir sind jetzt in irgendeiner Straße. Ja. So die noch normalen Straßen so hier. Hat auch irgendeinen Namen. Super eng, ist wie ein Labyrinth. Keine Ahnung, wo wir rauskommen. Ah, ich weiß wo, hier. Und ich hab. Ja? Irgendwo werden wir schon rauskommen. Bin ich mir nicht ganz sicher. Partyplatz? Ja, ja. Aha. Okay. Pumpkin Cup. Yes, fine. Oh, guck mal hier. Hallo. Hallo. Was ist das? Amsel? Nee. Irgendwas anderes. Scheiße, der Ring. Say hello. Hello. Hallo! Wie ihr wohl rauskommt. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Man muss einfach immer weitergehen, das ist der Trick. Nie stehen bleiben. I'm happy to hear that you'll still be around. I thought you were leaving. Hi Leute! Uns geht's so viel besser, wir haben nämlich geschlafen 2 Stunden. Boah, es tut so gut. Ja, es war. Jetzt fängt man endlich wieder zu leben an. Ich merke, dass sich, boah, hier die Sprachmotorik entwickelt sich endlich wieder. Boah, da kommt das raus. Ja, vorher war ich echt so, ich war glücklich hier zu sein, aber ich war so kaputt. Und jetzt merke ich richtig so, ja geil, es geht los und so. Ja. Ich freue mich so sehr. Wir sind hier an unserem Lieblingsplatz, Soyrambudri. Sind wir schon richtig zu Hause hier. Neben der Coaster Road, aber viel cooler, weil es einfach chilliger ist. Ja. Chillt sich. So, Abendessenszeit. Es gibt einmal Spring Rolls, dann gibt es einmal Reis mit Gemüse, also Fried Rice, Vegetable. Morning Glory, das ist so Wasserspinat mit ganz viel Knoblauch und Chili, hier sieht man es schon. Dazu noch ein bisschen Reis und 2 frische Kokosnüsse. Und jetzt hauen wir rein. Ich habe nämlich übertrieben Hunger nach dem langen Flug. Es geht los. Nicht lang schlagen, Kopf im Nacken. Hier gleich mal jemand eine Leiste. Und merkt einfach gut. Wir nehmen das immer ohne Ei übrigens. Fried Rice, Vegetable, das ist uns mit Ei. Wir nehmen das immer ohne. In my little world, you are both bros and cars. So ihr Lieben, ich wollte auch noch mal mit euch ein bisschen quatschen. Wir haben jetzt gerade gegessen. Jetzt trinken wir hier gerade noch unser Wasser. Und oh mein Gott, ich bin so dankbar einfach nur. Das kommt mir jetzt auch gerade so, weil Matthias und ich gemeinsam die Dankbarkeits-Challenge angefangen haben auf Instagram. Schaut gerne mal vorbei. Ich verlinke euch unsere Instagram-Accounts in der Infobox. Matthias heißt Teilzeitnomade und ich einfach eat-tell-love. Und wir machen da jetzt 60 Tage eine Dankbarkeits-Challenge. Wir schreiben jeden Tag, für was wir dankbar sind auf Instagram. 60 Tage lang und wollen halt auch gucken, was sich dadurch bei uns verändert und euch halt da mitnehmen. Und es ist sehr privat, aber irgendwie auch voll schön, das mit euch zu teilen und irgendwie mit euch nochmal auf eine andere Art und Weise Kontakt zu haben. Und jetzt gerade, es kommt gerade einer, der uns was verkaufen will, weil wir hier in der Straße sitzen. Auf jeden Fall, jetzt gerade ist mir nochmal so klar geworden, wie dankbar ich bin, dass wir hier in Thailand sein dürfen. Also ich weiß, es ist nicht selbstverständlich und ich bin voll dankbar dafür. Und ich kann es gar nicht in Worte fassen. Es ist einfach nur so wundervoll, hier zu sein. Und ich fühle mich so gut, nachdem wir 2 Wochen geschlafen haben. Und es ist so schön warm und mein ganzer Körper entspannt sich. Und jetzt so eine frische Kokosnuss, guck mal her. Schaut euch das mal an. Eine frische Kokosnuss und so. Es ist einfach traumhaft. Und ja, hier jetzt fast 2 Monate sein zu dürfen. Ich realisiere es noch nicht so ganz, aber es ist wundervoll. Und das wollte ich gerne mit euch teilen.
Vielleicht habt ihr Lust, uns mal in die Kommentare zu schreiben, für was ihr im Moment dankbar seid. Ich bin auf jeden Fall für diese Reise jetzt schon am Beginn und schaut auf jeden Fall auf Instagram gerne vorbei. Und jetzt gucken wir mal, was wir heute noch machen. Und zeigen euch das dann natürlich auch. Auf jeden Fall, ja, das sollte ich euch mal erzählen. Das ist jetzt in der Nähe von unserem Hotel, in der Nähe von der Khaosan Road, die ist sehr bekannt. Dass da einfach viel los ist, Party, viel verkauft wird, jeder handelt. Wir hatten gerade so einen geilen Gedanken. Ja. Hier, hast du gesagt, wird das Leben einfach gelebt. Ja? So wie es ist, so wird es gelebt. Und es ist nicht unbedingt perfekt. Und es wird einfach, auch wenn man jetzt nicht das perfekte Produkt hat, man versucht es zu verkaufen. Und es kommt auf die Straße. Wir Deutschen denken immer so, erst wenn es perfekt ist, genau, erst dann ist es gut und vorzeigbar. Aber hier versucht sich halt jeder und probiert sich aus. Oder meine Ahnung, dann sitzt diese Oma da einfach am Straßenrand und näht, anstatt in der Wohnung zu sitzen oder so. Ja. Das ist einfach geil. Das ist einfach, ja, es ist einfach, auch alles wird so experimentiert, ja, und irgendwie alles wird so ausprobiert. Ja, und alles so spontan einfach. Es ist, wie gesagt, es muss perfekt sein. Es ist einfach geil. Und alles kommt raus mit, in der Öffentlichkeit, miteinander. Ja, ja, die, die Leute essen auf der Straße, also auch die Einheimischen, die hier wohnen, die essen einfach auf der Straße miteinander. Und verkaufen es auch auf der Straße. Ja, aber das ist einfach geil irgendwie. Also an jeder Ecke wird verkauft, gegrillt und gegart und... Dadurch, ich finde, es ist hier so kreativ. Ja, kreativ. Das ist Hammer. Das finde ich halt so geil. Da latschst du hier so 3, 4, 5 Meter und bist halt wirklich von dieser Straße, wo so viel los ist und Party ist, in unserem Resort, wo es so schön ruhig ist. Schaut euch das mal an. Das ist Stille und das ist dann halt wieder so totale Entspannung. Also so vom einen ins nächste Level und das hat man hier öfter. Ja. Da voll gehst du um die Ecke und dann bist du in so einem ganz ruhigen Tempelort oder sowas. Und so ist dieser ja, Garten hier auch so ganz ruhig. Draußen dröhnt die Musik ohne Ende. Ja. Und hier ist es halt super ruhig und es ist so schön. Und eigentlich finde ich schon auch geil, jetzt noch irgendwie draußen zu sein und sich einfach irgendwo reinzuchillen, was zu trinken. Aber ich glaube, heute ist eine gute Idee, wenn wir es einfach mal gehen. Ja, genau. Nach so einem langen verabschieden Tag. Wir uns. Ciao, Leute. Genau, wir verabschieden uns für diesen Vlog. Yeah, bis bald. Ciao. Ciao.